Was geht ab, Leute? Ra, der Passi wieder mal. Und ich sage wieder mal, herzlich willkommen zu Geometry Dash. Ich habe mal wieder mal ein bisschen privat auch wieder gespielt. Da hat sich so einiges hier verändert. Ich habe jetzt 59 Sterne. Und ja, ich habe mich auch so einigermaßen verbessert. Aber immer noch nicht so gut, dass ich ein Dämon-Level schaffen könnte. Never. Noch nicht mal Insane oder Harder. Never. Ach ja, und mein Charakter sieht anders aus. Let's go. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Back on Track Hammer. Genau, Polargeist jetzt. Und mit Facecam diesmal. Damit ihr mich ragen seht. Was war das denn? Oh Gott. Also privat habe ich das Level schon geschafft. Ich kann so richtig abdancen, Mann. Gott. Die Münze habe ich schon. What? Lol, in zwei Versuchen habe ich das Level jetzt geschafft. Holy shit. Okay, eigentlich habe ich gesagt, ein Level in jedem Part, aber es ist ein bisschen zu kurz. Also, okay, viertes Level. Tryout. Und da habe ich lange gesessen. Ich glaube, da werde ich jetzt auch lange sitzen. Aber wie gesagt, 100 Versuche mindestens und dann Practice Mode. Also wenn ich das Level nicht schaffen sollte. Warte mal, ich zeig mal. Nein, ich zeig jetzt erstmal schnell, wie. Was? Nein. Was geht das hier nicht? Doch hier. 305 Versuche. Insgesamt. Okay. Na dann. Los. Ich hasse das Level. Die Musik ist episch. Da kommt so eine Schwelle, die hasse ich übelst. Da bin ich so oft gestorben. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Jetzt mal auf der Decke. Scheiße, zu spät gehüpft. Das war gut, gut. Okay, 100 ist glaube ich zu viel, da wird der Part zu lang. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit so lange brauche. Okay, sag mal einfach mal, es kommt darauf an, wie lange ich brauche. Zum Beispiel, ich sehe ja nicht, wie lange ich aufnehme. Ich spiele ja auf. Das war super dumm. Hä? Da unten war so ein Ding. Ich glaube, da ist eine versteckte Mütze. Weil ich spiele sie auf Handy und ich sehe nirgendwo, wie lange ich aufnehme. Aber das spielt keine Rolle.
Also der Anfang ist kein Problem eigentlich, aber es wird halt, desto weiter ich komme, sehr schwer. Hier, das ist auch eine richtig schwere Stelle. Weil die schwierigste ist, glaube ich, echt, wo man an der Decke ist. Die Musik ist wow, das war knapp. Aber wie gesagt, ich kann es eigentlich schon ziemlich gut, dieses Level. Also, wenn ich es allein schon 3000 Mal, oh Gott. Nein, warum hüpfst du, du Spacko? Scheiße. Ja, das Level ist jetzt schon wieder echt schwer. Aber dass ich dieses Poltergeist schon im zweiten Versuch geschafft habe, weil das ist schon ein schwieriges Level eigentlich gewesen. Ich glaube, da habe ich 200 Versuche gebraucht. Ich war ja schon erstaunt, wo ich das erste Level geschafft habe, weil ich habe ja Impossible Game zum Beispiel. Keine Ahnung, wie lange ich daran gesessen bin. Boah, ich sehe alles verschwommen. Also wenn man das Spiel richtig lange spielt dann und dann auf einmal woanders hinguckt, verschwimmt irgendwie die Welt. Man ist in einer neuen Welt. Der Geometry Dash Welt. Sie frisst dich langsam auf. Ach komm! Was war das? Na, 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 na. Okay, doch. Ah, jetzt kommt's wieder. Ich doch, ich war so nah. Jetzt stellen. Ich bin aber auch wieder ziemlich ruhig, weil das ist ja auch so ein Spiel, da sollte man lieber ruhig bleiben. Weil sonst fällt man schnell in die Bredouille. Boah, ich sehe alles wieder verschwommen. Okay, aber die Stelle, da muss man eigentlich nur so ein bisschen im Beat bleiben. Da, 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 da. Ja? Da nicht hüpfen, da hüpfen. Keine Ahnung, wie ich die auf wie ich die Mütze bekomme. Keine Ahnung warum, aber ich liebe es zu fliegen. Münze. Holy fucking! Warum schaffe ich die Level jetzt auf einmal so schnell? 5 Minuten habe ich gebraucht. Da ist jetzt, glaube ich, das Video jetzt 8 Minuten lang. Weiß ich jetzt nicht so genau. Machen wir das andere auch noch. Base after base und da bin ich noch nicht fertig. Auch im Privaten nicht. Und da habe ich auch, glaube ich, schon... Was ist 61 nur? Okay. 61 nur. Aber 79% ist ja wenigstens etwas. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Holy fucking shit. Aber das Level ist krank. Es wird noch kranker.
Es ist noch nicht mal das Ende. Ah ja, und Online-Levels werde ich auch machen. Und da freue ich mich erst recht. Viele neue Sachen zu sehen und so. Das Spiel bietet auch ziemlich verdammt viel. Es wird nie langweilig. Bah, Gott. Oh, da muss ich hüpfen. Boah. Achso. Nein! Ah. Jetzt bin ich mal ganz kurz ruhig. Ich verstehe nicht, wie ich die Münzen bekomme. Scheiße. Dass ich da bisher nur 70 Versuche probiert habe, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe das so lange privat gespielt. Ich war ja jetzt vor kurzem wieder in der Schule und da bin ich nur noch daran gesessen. Also zumindest im Heim. In der Schule bestimmt nicht. Ah, ich bin ja in einem Schulheim. Weil die Schule sehr weit weg ist. Dann habe ich das privat einfach so immer wieder mal gezockt. Auch Online-Spiele. Deshalb habe ich so viele Sterne schon. Und das heißt natürlich auch, dass ich mich verbessert habe. Also man sieht auf jeden Fall, dass ich mich verbessert habe. Vom ersten Part aus, oh mein Gott, was habe ich da zusammengebraut? Konnte ich ja gar nichts. War ich übelst schlecht. Oh Gott! Nein! Ich verfluche euch, ihr drei spitzen Dinger! Oh, scheiße. Toll, jetzt pocht mein Herz natürlich umsonst, weil ich es nicht geschafft habe. Ah, scheiße. Ey, da hätte ich echt ein Level geschafft, was ich so oft privat probiert habe. Das ist eine Aufnahme. In der Aufnahme habe ich meist immer Unglück wie Sau. Und es ist auch ziemlich spät. Holy shit. Dass ich so gut gerade bin. Mann! Und dann sowas Peinliches. Oh, die werden jetzt gerade alle lachen. Ha, ha, ha. Das ist wieder mal das Unglück in Person. Thank you.
Wieso? Wieso, Gott? Zu spät. Zu spät abgesprungen. Oh, Scheiße, das macht mich jetzt gerade zu fertig. Oh, mein Kopf verkrampft gerade voll. Au. Weiß nicht, was ich sagen soll. Scheiße einfach. Na, 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 na. Boah, scheiße. Jetzt verkrampft meine Hand. Ja klar. Fünf! Alter! Ha. Drei Level in dem Part geschafft. Oida! Aber ich glaube, im nächsten Part wird nichts mehr passieren. Weil die Levels werden jetzt echt krank. Boah, geil! 14 Versuche. Ja, bei Can't Let Go 29%. Da könnt ihr es vergessen, ey. Eieiei. Aber wie gesagt, ich mache alle. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und schaltet nächstes Mal bei. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Fail. Da werden viele Fails passieren. Da könnt ihr euch verlassen drauf. Das war kein Deutsch. Bis bald und ciao. Ra.